Schönen guten Morgen miteinander. Tatsächlich, es ist morgen, etwa 9 Uhr. Hat man vorher gesehen, irgendetwas stimmt dort nicht beim Durchgehen von der Kamera, nämlich Gipfeli als erstes. Es ist tatsächlich, es ist etwa 9 Uhr am Morgen, Freitag. Ich bin heute Abend nicht in der Garage. Egal, was mich in die Garage gezogen hat, ist das letzte, was man sieht in der Line, der Töffli-Motor von der Ladina. Ich denke, ich habe dort einen Fehler gemacht, ganz am Schluss vom letzten Video, wo es darum geht, um das Motörli, habe ich noch gesagt, ich will das Kabel noch richtig verlegen, noch schauen, ob man das besser durchziehen kann. Habe ich nicht gemacht. Und genau das ist mir jetzt zum Verhängnis geworden. Ich denke es, ich nehme jetzt alles einmal auseinander, ich denke, es liegt an dem Kabel, die genau gleichen Symptome wie dort. Ja gut, also für das bin ich da, 9, 12 Uhr daheim, sollte passen. Okay, dann noch schnell ein Update zum Hudson. Ich habe ja gesagt, zwei Schritte führen, einen zurück. Es ist jetzt einer führen und zwei zurück. Ich zeige euch wieso. Wasserpumpe ist noch im Arsch. Habe ich neu bestellen von Amerika, inklusive Dichtungen. Und durch das hat es mir auch noch Krümmer richtig verhackt. Muss auch neu haben. Ja, ist alles unterwegs. Auch das Ventil von der Heizung ist unterwegs. NOS New Old Stock gefunden, bestellt. Der Perry hat das bestellt, ganz geil. Genau mit so einem Satz zusammen, den ich hier brauche. Und die Wasserpumpe habe ich bei meinem Hudson Dealer bestellt. Und ist ab heute, habe ich Bestätigung bekommen, unterwegs. Ich zeige euch schnell, einfach so, was ein bisschen gegangen ist. So, da ist wieder alles abgebaut. Ja gut, nicht so tragisch. Lieber jetzt als später. Da komme ich dann dafür gerade noch da dran an. Kurbelwellenentlüftung, das ist so ein Teil, das dran kommt. Wäre vorher relativ schwierig gewesen, komme ich dafür jetzt gut dran an. Wie gesagt, neue Dichtung unterwegs. Das ist das Teil, das fehlt da. Das Ventil unterwegs. Und das ist mal das motorenseitig. Was noch muss gemacht? Ah ja, natürlich, da vorne auch alles weg. Haben wir jetzt mal drum gebastelt. Wasserpumpe weg, ist unterwegs. Wasserpumpe. Wir haben die, oder ich habe die als noch gut eingeschätzt vor dem Lackieren. Sie ist ganz sicher mal ersetzt worden. Verheben anscheinend nicht. Und um diese Schrauben ist es eigentlich gegangen, da, wo wir wollten rausdrehen, neu abdichten, reindrehen. Aber als wir ihn aufgemacht haben, hat es angefangen zu rasseln, nicht gut. Ich wollte einen Revisionskit bestellen, gibt es nicht, braucht gerade eine neue. Und was noch tricky ist, was man auf dem Bild nicht sieht, von der, die ich bestellt habe, ist der Anschluss für die Heizung. Im allerschlimmsten Fall müssen wir auch etwas selber basteln. Gut, next. Anzugkrümmer. Sieht man. Und noch ein bisschen Farbe, bevor wir demontieren, jetzt wo wir ankommen. Und wegen dem ist keine Farbe dran, wegen dem Krümmer. Und schauen wir das einmal schon an, der ist da. Der ist ziemlich böse. Kann der Sevi machen? Geil, Sevi, danke. Freue mich, bring dir ihn. Und mache natürlich ein Video daraus. Cool. Ja, und wegen dem bin ich eigentlich da. Und es geht zu 99% nochmal um das Kabel. Dann habe ich hier noch geportet. Da muss ich dazu sagen, ich habe ein relativ gutes Werkzeug gehabt. Das Problem ist, das Ganze war etwas zu kurz. Ich zeige es euch gerade.
Und ich weiss, dass ich hatte irgendwo noch richtiges Portwerkzeug. Also das heisst, die Schäfte sind einfach dann länger von diesen Einsätzen. Und man kommt weiter hinterher. Das will ich unbedingt noch machen. Ich weiss, es hat dumm, die sind aber am Kollegen, muss ich nachfragen, kann mal anklopfen, ob ich die brauchen darf. Und dann will ich eigentlich bis weiter hinten. Da sieht man schön, bis wohin dass ich gekommen bin. Und weiter ist es dann eigentlich leider nicht gegangen. Da, gerade beim Vergaserfuss da, beim Einlass, habe ich ein anderes Werkzeug gebraucht. Und das ist auch ganz gut gekommen. Das lassen wir auch so. Noch schnell zum Porten etwas Kleines. Das tut man überall dort, wo das Benzin, sag jetzt mal, roh durchfließt. Natürlich da noch mit Luft gemischt, aber oft, wo die Flüssigkeit durchfließt, sollte man nicht so weit runter polieren oder schleifen und schon gar nicht polieren. Das Benzin braucht eine gewisse Wirbelung, dass das nachher gleich noch gut kommt. Das sollte nicht an einem polierten Ding vorbei, dann haben wir keine Tröpfchenwirkung mehr. Schwierig zu beschreiben. Ich bin nicht ein Tuner, weiss das aber, dass man das nicht machen sollte. Also nicht überall Einlass, wo Benzin durchkommt, roh, bitte nicht polieren. Ausgangsseite ist das wieder etwas ganz anderes. Ausgangsseitig dürfen wir polieren. Vielleicht schaue ich mal, dass ich da noch bessere Infos geben kann. Das ist das, was ich euch sagen kann. Mit dem Werkzeug habe ich gearbeitet. Das sind die Einsätze. Die sind recht gut gegangen. Gerne mit denen gearbeitet, tipptopp. Aber wie gesagt, der Schaft zu kurz. Maschine habe ich mit Luft gemacht, ist relativ zackig gegangen, geschmeidig. Und das ist der Einsatz, den ich gebraucht habe, vergaserseitig, auch sehr gut gegangen. Wie gesagt, mehr braucht es nicht, nicht polieren. Das dann noch, um die alte Dichtung abzunehmen und planen. Das heisst, geplant am Schluss habe ich sie noch mit einem Klotz und Schleifpapier. Teile, die von Amerika bestellt sind, sind leider noch nicht angekommen. Wäre ein bisschen optimistisch gewesen. Aber was angekommen ist, oder was ich jetzt habe, ist mal die Batterie. Die können wir jetzt auch montieren. Die Halterung ist angeschweißt, wie versprochen. Mögt ihr euch noch erinnern, wie das ausgesehen hat? Genau, jetzt ist das angeschweißt, hebt fix. Ich habe noch das Kabel gemacht, auch parat. Und das Ding ist jetzt fertig zum Einbauen. So, wichtig ist eigentlich nur, dass das Pol auf die richtige Seite schaut. Und da werden sie genau falsch schätzen, dass er da plus. Minus. Okay, plus minus heisst umkehren und eliminieren.
So. Ist das montiert? Ich ziehe es mal nur handzahm an. Bin mir sicher, die kommt sicher wieder mal raus. Noch. Gut. Passt. Und passt. Gut. Ja, alles klar? Geil.